Yo, was geht ab? Willkommen zurück auf Unica City. Sieht ein bisschen komisch aus, nicht wundern, denn es geht jetzt mal um die Jobs. Es gibt jetzt nicht die Jobroute von mir empfohlene zu der neuen Unica City Map, aber es gibt die Übersichtskarte, also die Overview Map mit den einzelnen Jobs eingezeichnet. Die zeige ich euch jetzt und ich gehe auf die Jobs ein, weil ich bin jeden Job einzeln abgelaufen. Es haben sich ja einige geändert und hab da so die Zeiten genommen, ups, und alles Mögliche, was man da bekommt an Geld und XP. Und darum geht es jetzt in diesem Video. Wie gesagt, die Jobroute wird dann das nächste oder übernächste Video, je nachdem, wie schnell ich dann wie jetzt für eine Jobroute entscheide. Ich habe so die Vorahnung, dass ich vielleicht zwei vorschlagen könnte. Ich muss es aber beides noch ablaufen. So nach dem ersten Blick hat sich schon herauskristallisiert, was sich lohnen könnte. Jedenfalls fangen wir jetzt erstmal an. Ich muss jetzt ein bisschen gucken, ob das so hinhaut. Erstmal machen wir das hier aus und die Jobkarte an. Das ist jetzt die neue Overview-Karte, wo die Jobs eingezeichnet sind. Die werde ich unten in der Videobeschreibung auch verlinken. Die könnt ihr euch zur Hilfe nehmen und euch eure eigenen Jobrouten da raussuchen, weil man sieht ja sehr gut, wie weit die Laufwege sind. Was man von wo nach wo, von A nach B bringen muss und auch die Änderungen. Zum Beispiel das Atomkraftwerk ist ja wesentlich weiter weg, also fast das Doppelte an Weg kann man schon sagen. Ungefähr, wobei, ja, nicht ganz, ich sag mal ein Drittel mehr als vorher. Wenn man jetzt sieht, in der Mitte genau ist die Mall, wo früher das Atomkraftwerk war. Und das ist natürlich eine große Herausforderung gewesen, da jetzt etwas zu finden, was irgendwie annähernd daran kommt an diese Sache. Also gerade weil die Jobroute von mir, wie ich in den letzten Videos immer wieder aufgelistet habe und auch detailliert auseinandergenommen habe mit einer anderen mir empfohlenen Jobroute, dass meine doch die effektivste ist, wenn man kein Auto hat. Und selbst mit Auto hat man ja auch noch Kosten. Werde ich auch noch mal verlinken. Ich habe ja eine eigene Playlist zu den Jobrouten gemacht, um nicht jedes Mal alle Jobrouten unter dem Video verlinken zu müssen. Die Playlist ist natürlich auch unten drunter verlinkt. So, was kann man jetzt eigentlich zu dieser Map noch sagen? Also, ja, was sich auch geändert hat, ist auf jeden Fall, wo ist es? Ich sehe es gerade nicht. Das ist, na, Bergbau, Bergarbeiter. Das war ja vorher unten am Flughafen. Nein. Da muss ich jetzt gerade mal ablehnen und mein Handy ausmachen, weil das stört. Und Mobile aus. Schade, vielleicht wollte jemand bei mir mieten. Ich suche aktiv wieder Mieter, aber suche mir ganz bewusst aus, wen ich da in mein Haus lasse. So, wo war ich stehen geblieben? Bei dem Bergarbeiterjob. Wo habe ich den vielleicht hier jetzt vergessen? Das kann eigentlich nicht sein. Der war. Nein, den habe ich nicht vergessen. Der ist, wenn ihr mal schaut, ganz rechts ist das Atomkraftwerk und darüber der grüne Punkt ist es der neue Bergarbeiterjob. Finde ich ganz cool, weil dieses Gebäude bisher immer leer stand und man nicht so wusste, was ist das eigentlich. Das habe ich auch mal in den Lost Places vorgestellt. Da wird es auch nochmal ein Video zu geben. Ein paar wurden ja eingereicht noch, auch von der alten Map. Ich gucke, ob die noch aktiv sind. Es reicht nicht für ein ganzes Video, aber um das nochmal so in Erinnerung zu bringen, dass ihr weiterhin Lost Places einreichen könnt. Wie gesagt, Bergarbeiter war früher unten bei dem Urantransport, unten links in der Nähe, also da, wo der Flughafen ist. Und ist jetzt halt auch extrem, ja, fast am anderen Ende vom Osten, vom Westen in den Osten gezogen. Und hat sich auch geändert, der Job generell. Man baut da nicht einfach nur mit der Spitzhacke ab, sondern muss mit TNT ganze Erzklöße abbauen, was auch viel mehr Zeit kostet, da, wenn da viele aktiv drin suchen, sind die nicht so häufig die Erze, also virtuell gesehen, ne? Man sieht es zwar, aber man kann sie da nicht abbauen, weil es schon einer vor dir gemacht hat. Und was ich auch bemerkt habe, ist, dass die Tabakplantage sehr begehrt ist und das sehen wir jetzt auch gleich, warum das der Fall ist. Jetzt werde ich ein bisschen heller. Ich habe nämlich alles in der Excel-Liste gepackt. Ich bin so ein Excel-Fanatiker. So, die habe ich jetzt mal hier eingeblendet. Ist jetzt noch nicht irgendwie, doch ist alphabetisch sortiert. Ich habe das auch extra schon so eingestellt, dass ich das sortieren kann. Und zwar die Menge hier, das ist uns relativ egal, weil ist klar, dass es bei der Uranmine nur ein Erz gibt. Und dass du beim Bergbau halt, je nachdem, ich glaube, das war Kohle hier vorne, 131, 13 mal Eisen.
zweimal Gold, dreimal rotes Ritterkraut, keine Ahnung, und viermal noch irgendwas. Da gibt es ein Erz, das habe ich noch nie gehört. Also die Menge ist hier relativ egal, aber vielleicht doch für euch zum Vergleich entscheidend, wenn ihr jetzt zum Beispiel beim Farmer seid. Ich habe jetzt mit 29 nicht wirklich das fetteste Feld abgeerntet. Wenn man da jetzt ein bisschen mehr, also man kommt irgendwie auf den Server und es sind alle noch frei und komplett ausgewachsen, erreicht man hier natürlich mehr. Das ist halt ein Richtwert, die Menge hier vorne. Also darauf könnt ihr mit euch vergleichen. Also Zeitungsjunge 6 Stück ist ganz gut, aber ich hatte auch mal nur 3 Briefe oder Postkarten, whatever, abzugeben. Macht dann schon einen Unterschied, ne, wenn das nur die Hälfte ist. Wir sortieren das jetzt aber erstmal nach Geld. Absteigend. Und da sehen wir jetzt hier oben den Pizzalieferanten, ist klar. Wisst ihr aber halt auch, wie man hier hinten in der Zeit sieht, eine halbe Stunde zu Gange in etwa. Ich habe das zu Fuß gemacht. Mit dem Auto wäre man schneller, gerade wenn man komplett von, keine Ahnung, Chinatown bis zum Hafen muss. Und also wenn man so weite Strecken hat, ist ein Auto sicherlich hilfreich. Den Pizzalieferanten würde ich aber auch in der Jobroute jetzt rausnehmen, weil wenn wir den selbst Pizzalieferant mal 2, kommt nicht an das ran, was man mit anderen Jobrouten erreichen kann. So, schauen wir uns das mal an. Was ich jetzt auf jeden Fall bemerke, ist, dass die Tabakplantage hier, wie gesagt, Pizzalieferant, nehmen wir mal raus. Ich mache das mal einfach jetzt so ein bisschen, grauen wir das mal aus, dass wir darauf jetzt keinen Wert legen. Dann ist die Tabakplantage ganz oben mit 96 Dollar. Das ist echt viel. Man braucht aber auch eine gewisse Zeit, weil man muss halt erst ernten, dann muss man es trocknen lassen und dann bringt man das noch zur Shisha-Bar, die halt, wir gucken noch mal kurz auf die Map. Ganz unten, Mitte im Süden ist die Tabakplantage und ihr seht da oben auch die Linie bis zur Shisha-Bar, die im mexikanischen Gebiet ist. Das ist auch noch mal eine Strecke. Insgesamt braucht man dafür also bei mir war es so, da habe ich 8 Minuten oder sagen wir mal, ja, 9 Minuten in etwa gebraucht. Die Zeiten, die sind natürlich angelehnt, weil ich muss immer zwischendurch die Uhrzeit stoppen und dann mal weiter und wieder ins Game. Das liegt daran, ja, du kannst halt die Zeit jetzt nicht aktiv abfangen im Spiel, wo du an dem Job arbeitest. Dann hast du mal einer, der quatscht dich an, dann kommt eine Polizeikontrolle, muss die Zeit wieder stoppen. Deswegen sind die Zeiten auch ungefähr, also nicht genau, ne? Das ist ja auch, jeder läuft einen anderen Weg, dann hat er auch wieder 5 Sekunden länger oder weniger gebraucht, wisst ihr ja selber. Ja, Bergbau ist halt ziemlich gut, aber da habe ich doch 12 Minuten gebraucht, weil es sind 3 andere Spieler mit mir in der Mine unten gewesen und das heißt, ich musste echt lange suchen, bis ich irgendwo das TNT zünden konnte, weil es vorher schon abgebaut wurde. Würde ich deshalb, weil es so nur die Zeit hier hinten, das ist so ungewiss, deswegen würde ich Bergbau rausnehmen aus der Jobroute. Du kannst nie sagen, du machst 10 Minuten Bergbau und dann Atomkraftwerk und hast dann 2 super Jobs, das sieht man dann auch hier an der Uranmine. Mit 60, wobei ich bei 60 nicht weiß, ob das noch der aktuelle Preis ist, muss ich ehrlich sagen. Weil den Job habe ich jetzt vor dem Video nicht nochmal abgelaufen. Den habe ich relativ früh als erstes gemacht, um zu wissen, wo das neue Atomkraftwerk ist. Es kann sein, dass sie da wieder ein bisschen was angehoben haben. Ich werde das aber dann bei der Jobroute, wenn ich die dann vorstelle, im nächsten oder übernächsten Video auf jeden Fall aktualisieren. Ich will nur, dass ihr schon mal eine Übersicht habt. Also einmal mit der Jobkarte und dann auch, was man wofür bekommt. Auf jeden Fall, was auch sehr gut ist, ist wieder der Müllmann. Ein Job, den man ja auch leveln kann. 2 Minuten 40. Ich meine, da hat sich nichts geändert zu vorher. Ob man nun Richtung Kerserkopfgebiet rausgeht oder in das Gebiet der O'Briens, nimmt sich eigentlich nicht viel. Ich glaube immer noch am besten über Kerserkopf. Einfach weil alle jetzt ins O'Brien gehen und ich da länger suche, als einfach zum Kerserkopfgebiet hinten rauszulaufen. Also Richtung deren Headquarter an dem See, wo die Häuser stehen. Ja, Hochseefischer ist auch wieder gut oben mit dabei. Ist auch ein Job, den ich jedem empfehlen würde, immer mit in der Jobroute drin zu haben. Der braucht auch nicht so viel. Also Müllmann und Hochseefischer sind eigentlich 2 gute Jobs. Die sind von der Zeit konstant, von dem Geld auch ungefähr konstant, kann man schon sagen. Wobei die Menge 50 bei Hochseefischer, ihr seht es hier zum Beispiel ganz gut, ist auch keine Relevanz mehr, weil ich hatte auch schon 72 Fische gefangen. Und das ist natürlich wieder deutlich mehr als hier diese 50. Das heißt,
60 ist auch gerade nicht der gute Umsatz. Ist eigentlich gut, dass wir das so ein bisschen schwächer sehen gerade alles, weil es ist überall noch mehr möglich, würde ich jetzt sagen. Außer bei der Tabakplantage, weil ich die früher nie abgelaufen bin, kann ich es hier nicht genau sagen, wie die vorher gewesen ist. Ist aber sehr begehrt, der Job, und der Tabak ist auch, glaube ich, nicht mehr rund um die Uhr da. Also der ist, war vielleicht vorher auch nicht. Es liegt wahrscheinlich daran, dass einfach alle da gerade am Abfarmen sind und dass man teilweise warten muss, bis danach gewachsen ist. Und ich habe gehört, da gibt es auch Zeiten, will es aber jetzt nicht bestätigen. Von wegen 19 Uhr wächst das nächste Mal Tabak oder so. Das wurde mir erzählt, kann ich jetzt aber nicht bestätigen, dass das so ist. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr weiß. Mehr wisst. Weißt. Ja, was gibt's noch zu sagen? Also ganz klar hier unten, Geldtransport lohnt sich nicht, zumal man ja hier auch viel Zeit, ihr seht 16, da war der Bankautomat in der Kasse, also in der Bank selber gerade leer. Deswegen ging das, aber wenn der nicht leer ist, muss man halt suchen, wo man das Geld dann in die Bankautomaten stecken kann. Pulvermine lohnt sich nicht, zumal die auch ziemlich blöd liegt, wenn wir nochmal auf der Karte schauen. Die Pulvermine ist genau in der Mitte unter der Mall, dieser grüne Punkt, Pulvermine, und dann der Transport eventuell zur Waffenfabrik. Den habe ich gar nicht eingezeichnet, sehe ich gerade, werde ich noch aktualisieren, bevor ich die hochlade. Und ja, das ist, man kommt da auch schlecht hin, ne, weil die Mine halt so ein bisschen versteckt ist. Getränkelieferant lohnt sich auch nicht. Farmer, wie gesagt, könnte sich lohnen, braucht aber halt ein bisschen Zeit. Zeitungsjunge lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Die Transporte, ich habe jetzt mal nur einen genommen, und zwar vom Hafen zum Metzger. Das ist halt so ein etwas kürzerer Transport. Ich glaube, dass die sich auch nicht wirklich lohnen. Holzfäller ist ein richtig cooler Job. Ich mag die Animation, also da hat sich Prism oder der, der die Idee hatte, echt was Cooles einfallen lassen, finde ich richtig cool. Aber dadurch, dass man halt warten muss, bis das Holz verarbeitet wurde, bietet sich für mich dieser Job auch nicht mehr für eine Jobroute an. Weil wenn da jetzt zum Beispiel auch zwei andere Spieler sind, wartet man noch länger. Das ist wieder so eine Unbekannte, die man nicht vorher mit einberechnen kann und sagen kann, ich schaffe mit dem Holzfäller das dreimal in der Stunde und mit dem Job dazu, das schaffe ich easy, das kann man einfach nicht mehr sagen. Was ich auf jeden Fall immer wieder auch empfehle, ich überlege noch, ob die bei mir mit reinpasst am Ende, Bäckereilieferant, also es ist echt nicht wenig, was man für dieses kurze Stück bekommt, und man läuft zwangsläufig, wenn man jetzt Urantransport, Hochseefischer, Müllmann, Atomkraftwerk, wenn man jetzt dieses Viereck nimmt, also die vier Punkte, wo man von den Westen in den Osten oder Ost nach West laufen muss, läuft man zwangsläufig an der Farm vorbei und kann auf einem Weg, logischerweise dann vom Osten in den Westen, den Transportjob zur Bäckerei mitnehmen, weil das ist einfach ein Katzensprung von der Bäckerei, Quatsch, von der Mühle bis zur Bäckerei. Ja, das ist jetzt so die Auflistung. Ich habe das auch nochmal nach EXP sortiert. Hat sich jetzt nicht so viel geändert. Was aber vielleicht nochmal interessant ist, wenn wir das nach Zeit sortieren, absteigend, da sehen wir auch nochmal, was da jetzt ja viel Zeit in Anspruch nimmt. Bergbau würde ich hier auch schon direkt ausklammern. Klammern, Tabakplantage. Das kommt halt ganz drauf an, wie viele gerade Tabak ernten, ob man das mit reinnimmt oder nicht. Das ist aber jetzt für so eine Jobroute, die immer funktionieren soll, finde ich, passt das auch nicht rein. Also was definitiv immer reinpasst, ist die Uranmine. Ich mache das jetzt mal vielleicht grün. Was für eine Jobroute sich überhaupt noch lohnt. Weil es halt konstant ungefähr bei der gleichen Zeit und bei dem gleichen Einnahmen bleibt, die man dadurch bekommt. Dann wäre das Bäckereilieferant, würde ich auf jeden Fall immer mit reinnehmen. Den Hochseefischer, das ist alles, was immer gleich ist. Und jetzt ist die Frage, dadurch, dass die Uranmine ja weiter weg ist, aber gar nicht so weit vom Müllmann, kann man auf jeden Fall auch den Müllmann mit reinnehmen. Und nun ist die Frage für mich jetzt, wie kriegt man das zusammen? Weil eine Idee war von mir auch, die Tabakplantage mit reinzunehmen. Und dafür etwas anderes rauszunehmen. Es kann sein, dass ich zwei Jobrouten vorstelle und ich dann zwischen beiden wechsle. Also wenn ihr wirklich Langeweile habt, könnt ihr auch einfach den Pizzalieferanten machen. Zweimal in der Stunde ungefähr. Ne, da habt ihr dann das Ergebnis 32
Minuten muss auch nicht unbedingt stimmen, weil gerade bei den Pizzalieferanten ist man viel in der Stadt. Ich habe die Zeiten aufgeschrieben, musste viel die Stoppuhr drücken. Jetzt labere ich schon ewig lange. Und dadurch ist die Zeit nicht ganz genau. Wahrscheinlich war es sogar noch ein bisschen kürzer, weil da immer Zeit weggeht zu stoppen, wieder zu starten, wieder ins Spiel zu gehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine alte Jobroute hier nehme, die Uranmine, Hochseefischer, Müllmann und Bäckereilieferanten, komme ich auf eine Summe von 240 Dollar und das sollte man in 20 Minuten schaffen, ne? Also heißt, für die 700 Dollar Marke bietet sich das wieder an in 60 Minuten. So viel dazu, also ich bin jetzt froh, dass ich das hinter mir habe. Wie gesagt, Uranmine muss ich nochmal vielleicht aktualisieren. Ich meine, es könnte sich vom Preis nochmal was nach oben geändert haben. Ich habe die Changelog leider nicht alle so verfolgt in den letzten Wochen, ob das da vielleicht mit drin stand. Werde ich aber nachholen und eventuell im nächsten oder übernächsten Video habe ich da eine Jobroute von euch, für euch, aber, oder von euch vielleicht, wenn ihr eine habt, dann schreibt es mir gerne per PN oder unten in die Kommentare, wie ihr das gerne möchtet. Aber ich bin ja immer so auf der Suche nach meinem optimalsten Weg, um in einer Stunde viel Geld zu farmen. Ja, das war's zum Schluss. Also die Excel-Tabelle, die findet ihr jetzt nicht, das ist nur für mich. Aber die Karte hier, die findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Und auch die Playlist der letzten Jobrouten. Extra nur für die Jobrouten eine Playlist. Und wir machen das auch einfach so. Hier unten könnt ihr abonnieren. Da unten seht ihr die Unica City Playlist und genau gegenüber die Jobrouten Playlist. Ist doch gleich einfacher. Die Karte in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Diese kleine Jobanalyse, würde ich es mal nennen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part auf Unica City oder auch so auf Unica City. Ich habe gerade schon einen Mieter gesucht und er hat auch gemietet, aber dann wieder entmietet. Manchmal ist es sehr lustig. Ich glaube, die wollen einen immer nur trollen. Ist ja auch egal. Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part. Gebt mir einen Daumen nach oben. Habe ich alles schon gesagt. Ich bin raus. Haut drin. Bis dahin. Tschüss.